sind im Finale. Markus Bindl, Roland Bünden, Joachim Körner spielen um 50.000 Euro. Davon bekommt allein der Sieger 25.000. Also das ist eine Sache, die sich richtig lohnt. Eine vierte Person mit am Tisch, das ist eine sehr erfahrene Skatspielerin. Sie ist die Schiedsrichterin und sie gibt auch die Karten aus. Also anders als beim normalen Skatspiel, wo der Skat, der Kartengeber wandert, hier ist es immer dieselbe Person. Ja. Die Karten sind verteilt. Ja. Thomas, erstes Spiel. Ja, zu beachten ist hier, der Chip, der liegt jetzt beim Joachim, das heißt, er ist jetzt in Vorhand. Es wird gereizt. Ah, der Roland überlegt, was er reizen soll. Er hat ohne 3 Karo in der Hand. Für den wir das Kart natürlich käme wie gerufen. Ja, natürlich, hat er ein super Spiel. Aber er traut sich doch nicht und passt jetzt 2,22. Unglaublich. Ich kenne ihn eigentlich so nicht. Also, dass er wenigstens 23 sagt, hätte ich schon erwartet, dass er verhindert, dass jemand ein einfaches Pik spielen kann. Dann wäre er auch ins Spiel gekommen, weil der Markus das nicht weiter als 22 gereizt hätte. Ja, aber ich glaube, bei so einem Turnier und wenn es um so viel Geld geht, da ist selbst der größte Profi ein wenig vorsichtiger. Ja, er spielt ja sehr taktisch defensiv eigentlich, weil er weiß, dass der Markus sehr offensiv rangeht und er hofft eben auch, dass er ihm ein Spiel umbiegen kann. Dann braucht er selber nicht zu viel zu riskieren. Ja. Der Markus hat natürlich jetzt auch ein super Spiel gefunden, 7 Trumpf in Pik, gibt nur 2 Trumpfstiche ab und einen Stich in Karo. Ja, also die große Zeit des Markus Bindl ist noch längst nicht vorbei. Das Kartenglück hält an und er macht einfach auch das Richtige. Der dritte Mann am Tisch, das ist Joachim Körner. Hat auch schon einige Jahre in der ersten und in der zweiten Bundesliga gespielt. Ja, die gibt es auch im Skat. Bist du auch Bundesligaspieler oder Ex-Bundesligaspieler? Ja, ich habe schon erst in der zweiten Liga gespielt. Habe mich da jetzt im Moment ein bisschen zurückgezogen, weil mich der Rauch da eigentlich ein bisschen stört. Wie stört der Rauch? Ja, es wird ja leider geraucht beim Skat. Ah, okay. Aber nicht mehr bei den deutschen Meisterschaften jetzt. Die sind jetzt seit diesem Jahr rauchfrei. Sind sie? Also auch dort ist das ein Thema. Hier wird nicht geraucht an diesem Tisch, aber hier rauchen die Köpfe. Ja, genau. Und zwar bei Markus Bindl ganz gewaltig. Man sieht die Anspannung. Die Nervosität ist natürlich da bei so einem Turnier. Den Augen muss er natürlich mitnehmen. Jetzt müsste er eigentlich den letzten Trumpf abziehen. Das Pik Ass mit seinem Herz Buben. Was macht er jetzt? Er schenkt den Stich. Unglaublich. Tja, der hätte, dadurch, hätte ja den Herz Buben das letzte Trumpf. Ja, natürlich. Ja, jetzt bringt er sein Spiel natürlich in Gefahr. Unten rechts sehen Sie also immer den aktuellen Punktestand eingeblendet. 45 Punkte beim Spieler, bei Markus Bindl, 32 Punkte im Moment bei den Gegnern. So, ja, Markus muss jetzt stechen oder abwerfen. Kann eigentlich beides machen. Ja, könnte ruhig stechen und würde die Karo 10 anbieten mit Kreuz König und Karo Ass von Roland, würde das hier den Gegenspielern auch nicht reichen. Aber er ist auch sehr nervös. Überlegt lange. Ja, obwohl er macht mir einen sehr, sehr konzentrierten Eindruck. Roland Bünden, der große Profi, eigentlich der große Favorit des Turniers, der macht mir ein bisschen nervösen Eindruck. Der ja, also den Eindruck, den macht der Roland immer. Also, macht er immer. Ja, aber es ist nur so ein bisschen, als ob ihm gerade so die Zeit wegläuft. Und das ist ja auch der Fall. Er muss jetzt langsam mal ein bisschen aufpacken an Punkten. Ah, er versucht, hier zu täuschen, indem er Karo 10 abwirft und die Dame noch in der Hand hat. Tja, das klingt damit, auch. Ja, ja, guter Bluff. Geht ja nicht anders. Kann man mit 61 für den anderen Spieler. Das gibt es doch gar nicht. Karo König bekommt. Das ist ja Wahnsinn. Das Trumpf entschieden. Das gibt es ja gar nicht. Das hat Trumpf entschieden. Kann man nicht sein. Das hat auch Trumpf, ne? Ja, Pik war Trumpf. Das kann man nicht sein. Hör mal zu, aber Roland Bünden. Kannst du nicht anschließen? Ja, klar. Kreuz klein. Kreuz König, Dame 10. Ja, da hätte einiges anders laufen können bei dem Spiel. Da wird jetzt diskutiert, wer hat welchen Fehler gemacht. Wie man das kennt von der Startrunde. So, hier haben wir den vorläufigen Punktestand. Ja, die Diskussionen, die gibt es natürlich immer.
Eine Serie mit 36 Spielen, das ist das Finale. Wir haben uns für 7 Spiele entschieden, die wir Ihnen hier zeigen möchten. Das erste haben wir Sie eben gesehen. Spiel 9 steht auf dem Programm und die Karten werden verteilt. Thomas, du bist Skatlehrer. Ich wusste bis dato nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Ist das ein Lehrberuf? Muss man da studieren? Nee, das kann jeder machen, der meint, dass er dazu in der Lage ist. Und ich vermittle eben schon bereits guten Spielern, wie sie noch besser spielen können. Also so ein bisschen taktischer Schliff noch. Ganz genau. Machen wir das Spiel hier. 4, 7. Ja. Roland hat hier in der Hinterhand. Zwei rote Buben, Kreuz Ass zu dritt, Karo Ass und 2 besetzte 10. Findet noch Pik Ass dazu und kann jetzt natürlich einen Krank spielen. Markus in Vorhand geht bei 30 aus der Karte raus, könnte natürlich ohne 5 bis 54 reizen, macht aber nicht, weil die Gefahr ja zu groß ist, dass er dann einen Buben findet und sich überreizt hätte. Pik Ass, Pik 9 drückt Roland, würdest du mir auch sagen? Die hat er gefunden. Pardon, die hat er gefunden, natürlich. Wie jetzt ist noch nicht angezeigt, was er gedrückt hat. Er wird wohl die Herz 10 und Herz 8 drücken und ein krankes Spiel. Ja, darum fragte ich mich gerade gewundert. Wieso Pik Ass, Pik 9? Ja, jetzt ist alles klar, also überlegt. Ich erkläre dir das gerne, Nikolas. Komme ich gerne darauf zurück. Aber er lässt sich Zeit. Ja, er ist sehr belegt. Er kalkuliert ganz genau. Lässt sich auch nicht anmerken, ob er ein gutes oder ein schlechtes Spiel auf der Hand hat. Und wie du gesagt hast, Herz 10, Herz 8 wandern in den Skat. Er spielt Grand, ohne Zweien. Ja, und der Markus spielt von seiner längsten Farbe. Er hätte natürlich, wenn er einen Stich, das Karo Ass bekommen. Macht aber nicht, weil er die 2 besten Buben hat und nicht Gefahr laufen will, dass er auf Karo König eine Lösche kriegt. Jetzt überlegt der Roland lange, ob er einen Buben ziehen soll. Wenn sie verteilt sind, ist ja gut. Wenn nicht, ist natürlich die Gefahr, dass die ganzen roten Karten kommen. Und dann macht er nur noch wenig Stiche. Oder er spielt einfach die Pik jetzt von oben runter, vom Ass weg. Ja, das kann er eigentlich machen. Er spielt sogar die 10 nur. Die 10. Naja. Das sind so dann die Punkte, die zum Schluss mal fehlen können, wenn da jetzt eingestochen worden wäre. Und ja, dass das Ass läuft, ist ja eigentlich wahrscheinlich. Ja. Das zweite Pikfalle wird ja eher noch abgestochen als das erste. Genau. Also weiß ich nicht, warum er das jetzt so macht hier. Aber er wird sich was dabei denken. Aber es sieht nach einem relativ sicheren Spiel aus. Ja, mit den 10 Augen in Herz im Keller. Das heißt, gedrückt ist es eigentlich kaum zu verlieren. Der doch Pik Ass. Spielt das also hinterher. Tja, Markus überlegt, was er macht. Herz 9, Karo 7. Was schmeißt er weg? Gibt immerhin König dazu. Und Stich für die Gegner. Auf dem Spiel Herz 7. Das ist genau die Farbe, der Roland nicht hat. Wirft er natürlich ab, der kann nicht die 0 Augen stechen, dann könnte er noch verlieren. Das Herz Ass ist zu Hause. Müsste Herz 9 nachkommen, genau. Kann natürlich nochmal billig die Kreuzdame absetzen. Was er auch macht. Jetzt gibt er noch einen Stich ab auf den Kreuz Buben. So ist es. Das heißt, das Spiel ist selbst dann nicht mehr zu verlieren, wenn Kreuz Ass mit Kreuz 10 abgestochen würde. Was natürlich jetzt hier nicht so sitzt, dass das passieren könnte. Denn die Gegner haben 35 Punkte, das wären 23 dazu, macht 58. Also ganz genau so ist. Roland Bünten hat das Spiel nach Hause gefahren. Ist schon sicher gewonnen, ja. Ohne 2, Spiel 3. Das ist doch schon mal ein schönes. Ja, das heißt, dass er jetzt nach diesem Spiel auch wieder die Liste etwas klarer anführen wird. Vor dem Markus, während er Achim schon etwas zurückliegt. Ja, dem war der Kartengott bisher nicht so wahnsinnig hold, dem Joachim Körner. Der hat schlichtweg auch keine wirklich guten Karten bekommen.
Ja, es ist ja noch Zeit. Es ist ja gerade mal erst ein Viertel der Spiele gespielt. Kann sich noch viel tun. Ich hatte nur zwei gewonnen. Ja, konnte aber da genauso gut eines. Beide konnten noch nie haben, dann wärst du ein Karo haben. Da kommt Vorstechen, kann ich auch nicht auf Karo König, nützt auch nicht. Wenn du vorschießt, ist mir ja recht. So, und die beiden diskutieren wieder und wir schauen uns den Zwischenstand an beim Finale. Konntest du nicht haben, die beiden Besten. Bis 6 Karo, jetzt 36 gereizt. Das ist richtig. 18, 20, weg. Skat im Internet. Auf GameDuell.de, Deutschlands größter Spieleseite. Echte Gegner und echte Gewinne. Jetzt kostenlos Skat spielen auf GameDuell.de.